Hier ein Versuch Expressia in reinem Orchideensubstrat eingepflanzt. Das ist dieses hier gewesen. Composana Orchideenerde. Und ich will heute diese Pflanze aus dem Topf rausnehmen und zu sehen, wie die Wurzeln sich in Orchideensubstrat. Man kann schon sehen, dass hier unten eine junge Pflanze rauskommt. Der Topf ist sehr, sehr fest. So, das ist das Wurzelsystem. Die Pflanze war als junge Pflanze fast ohne Wurzeln in Orchideensubstrat eingepflanzt. Das meiste Problem war, dass das Wasser anfangs ziemlich schnell durchgelaufen ist und kaum Feuchtigkeit oben geblieben war. Deshalb habe ich mit dünnem Strahl die Pflanze gegossen. Aber man kann sehen, dass die Wurzeln wirklich gut entwickelt sind. Und hier in den Zwischenräumen überall ganz gut. Also, das war reine Orchideensubstrat von Firma Composana. Und die Pflanze, muss ich sagen, hat erst jetzt begonnen zu blühen. Hier in den Blattachseln sind ganz viele neue Punkte, Knospenansätze. Ich denke, dass die später noch besser blühen wird. Das ist die Expressia. Die Blüte ist leider nicht mehr so frisch, deshalb die Farbe ist jetzt so blass. So.